Die Dysarthrie ist die häufigste Form neurologisch bedingter erworbener Kommunikationsstörungen. Es handelt sich dabei um eine Störung der Sprechmotorik. Beeinträchtigt sind bei der Dysarthrie die Ausführung und Koordination der beim Sprechen benötigten Bewegungen. Die Symptome einer Dysarthrie sind vielfältig. Einschränkungen zeigen sich beispielsweise in der Sprechatmung. Hier führt zum Beispiel eine schwache Atemmuskulatur zu einer erhöhten Einatemfrequenz. Zudem können Einschränkungen im Bereich der Stimme, der Phonation, auftreten. Hier kann es aufgrund einer Spastizität, also einer Tonuserhöhung etwa in den Stimmlippen, zu einer gepressten Stimmgebung kommen. Im Bereich der Artikulation können sich aufgrund einer Schwäche der Zungen-, Lippen- und/oder Kiefermuskulatur phonetische Entstellungen zeigen. Die Artikulation ist also unpräzise und wirkt daher zum Beispiel verwaschen. Schwierigkeiten können sich auch im Bereich der Resonanz zeigen. Hier kann etwa aufgrund einer Gaumensegelschwäche eine Hypernasalität auftreten. Dysarthrien können sich auch durch Einschränkungen in der Prosodie, also in der Stimmmelodie, bemerkbar machen. Das zeigt sich zum Beispiel in einer monotonen Sprechweise. Dysarthrien resultieren aus einer Schädigung des zentralen oder des peripheren Nervensystems. Je nach klinischem Erscheinungsbild klassifiziert man häufig verschiedene Dysarthrie-Syndrome, die mit unterschiedlichen Neuropathologien assoziiert werden. Häufig sieht man in der klinischen Praxis aber auch Mischformen. Differentialdiagnostisch ist eine Dysarthrie insbesondere von der Sprecherapraxie abzugrenzen, bei der die artikulatorische Planung betroffen ist. Dysarthrien sind zudem von Aphasien, also reinen Sprachstörungen, zu differenzieren.